Ja, ich möchte mich auf alle Fälle bei allen bedanken, die da so zahlreich gekommen sind zu den Helios Austria 2013. Es war ein Wahnsinn, über 50 Hubschrauber waren wieder da. Ganz besonderen Dank gilt natürlich der deutschen Bundeswehr, die mit einer CH-53 aus Laubheim angereist ist. Ja, mein Name ist Rolf Rothenhäusler, ich bin Hauptmann der deutschen Luftwaffe. Ich bin auf Einladung von Oberst Sessa mit meiner 4-Mann-Crew und meiner CH-53 GS hier zu den Helidays Austria angereist, um ein paar angenehme Tage mit den österreichischen und den anderen Hubschrauberpiloten zu verbringen. Wir sind mit der CH-53 hier. Das ist ein mittlerer Transporthubschrauber der deutschen Luftwaffe. Dieser Transporthubschrauber wird eingesetzt, so wie wir ihn hier stehen haben, als Transporthubschrauber hauptsächlich in Afghanistan. Wir haben dort ständig vor Ort 6 Maschinen stehen, die für Medevac-Transporte, für Material- und Personentransporte eingesetzt werden. Die Bundeswehr hat insgesamt noch 66 Maschinen dieses Typs und 20 davon in der Konstellation, wie wir ihn hier mitgebracht haben. Das heißt, wir haben das Flaggschiff, das wir im Moment auf dem Hof haben, haben wir hier hergebracht. Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden. Ich möchte mich auch nochmal für die Einladung auch im Namen meines Kommandeurs Oberst Best bedanken. Wir sind, wie gesagt, sehr herzlich aufgenommen worden und von uns aus spricht überhaupt nichts dagegen. Wir würden uns sogar freuen, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sein dürfen. Ganz besonderen Dank gilt natürlich auch die Modellflieger vom Modellflugclub Esselbrunn, die uns den Modellflug für uns gemacht haben. Helmut Brunmeier ist Pilot. Thank you.
Natürlich auch ganz wichtig, die Anrainer da am Flachberg und die Grundstücksbesitzer, die uns wieder alles zur Verfügung gestellt haben, die ganzen Grundstücke, die Wiesen gemacht haben, dass wir Piloten da landen können. Der weiterste Anflug war aus Hamburg, bei denen möchte ich mich ganz besonders bedanken, bei der Heli Transair, bei der Martina Senklon und ihrem Team, die wirklich da 4,5 Stunden von Hamburg den Anflug gewagt haben. Aber ich glaube, sie waren nicht enttäuscht, das haben sie mir auch bestätigt, dass es ihnen voll taugt hat und sie werden nächstes Jahr wieder kommen auf alle Fälle. Ja, wir sind jetzt am Ende der dreitägigen Helidays Austria 2013 und ich bin überwältigt über den Erfolg, den wir heuer bei dieser Veranstaltung haben, sowohl von der Teilnehmeranzahl als auch von den Besuchern. Also seit 5 Jahren arbeiten wir an diesen Helidays Austria. Wir haben begonnen mit 8 Hubschraubern und das erst 5 Jahre her auf dem Flugplatz in Gschwand und haben gemerkt, dass also hier diese Szene, Hubschrauberszene in Österreich fehlt und haben aufgebaut und innerhalb von 5 Jahren, also jetzt das Jubiläum, das 5. Jubiläum, haben wir bereits 70 Hubschrauber, die angemeldet waren, konnten aber nur mehr 50 nehmen, weil der Platz für 70 Hubschrauber einfach nicht tragbar ist. Aber allein das zeigt uns schon, dass diese Gedanken, die der Daniel Ebner und ich hatten von Anfang an, hier eine Szene aufzuziehen, wo wir alle Hubschrauber zusammenbekommen, ein sehr großer Erfolg ist. Also ich glaube, wir können wirklich einen Schlussstrich ziehen, sagen, es war traumhaft, es war super. Wir haben Hubschrauber aus 4 Nationen da gehabt, aus Russland, aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich. Und ich glaube, wenn wir so weiter tun und diese positive Message hinübergebracht wird von den Piloten, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder mit dieser Anzahl rechnen können. Eine Palette da gehabt, die sich auch sehen lassen kann. Vom kleinsten, vom Gimbal-Hubschrauber, einem zweisitzigen Hubschrauber, über die Robinson 22, über die Robinson 44.
über die Bell 47, ein altes Modell, über etwas größer werden schon, über den Jet Ranger, über die Bölkow 105, über die, wir haben noch die Alouette und, bis zur großen Maschine, und das war heuer unser großes Highlight, zur CH-53, die von Laupheim aus Deutschland, vom Bundeswehr, hier herüberflog und begeistert sind, bei unserem Fest teilnehmen zu können. Also wir können wirklich vollauf zufrieden sein. Der liebe Gott hat mitgespielt, er hat uns auch super Wetter gegeben. Mehr braucht man nicht. Ich bin überwältigt und mir fehlen die Worte.